Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder ein weiteres Mal bei unserem spannenden Klötzchengeklöppel. Und es geht so ein bisschen los mit einem Raunen, das gerade so durchs Internet weht, wo sich die Leute aufregen und wahrhafte, ja, weiß nicht, Hasstiraden überall ablassen und ja, schon mehr oder weniger das Ende der Konsolengeneration heraufbeschwören und darüber diskutieren, faseln und ja, ich mir dann insgesamt nur denke, so, oh mein Gott, was haben die Leute nur für Langeweile? Ja, Anlass dafür ist, dass jemand, wohl, also derjenige, der mit COD zu tun hat, der hat wohl irgendwie auch mit jemandem Kontakt, der Titanfall entwickelt. Naja, und auf jeden Fall dieser jemand von Call of Duty Ghosts, der hat gesagt, dass Call of Duty Ghosts wohl auf der Xbox One nur mit einer Auflösung von 720p, also nicht Full HD, laufen wird und auch Titanfall dasselbe Schicksal ereilt. Und jetzt sind natürlich hier alle aufgebracht, ne? Bis zum Umfallen. Jeder gibt da irgendwie seinen Senf dazu und ich persönlich muss einfach mal sagen, das ist das Einzige, was mir da qualitativ zu einfällt, zu diesen ganzen Kommentaren und Bemerkungen, was man da denn so alles liest. Denn es ist einfach totaler Dünnpfiff. Es ist sowas von shit egal, ob es in 720p oder in 1080p, also Full HD, läuft, ne? Ganz ehrlich, macht euch doch mal den Spaß. Sucht euch ein Spiel auf der 360. Einfach mal im Internet gucken oder auf eurer Verpackung. Bei älteren Spielen steht das immer noch gerne drauf. Ich weiß gar nicht, ob das für neue noch drauf steht. Weil da wurde das am Anfang immer mit beworben. Oh, läuft in Full HD. Und macht das einfach mal, ne? Guckt euch das an. Wenn das eins ist, was halt in Full HD läuft, dann macht das einfach mal so. Geht in die Einstellung, stellt das Ganze auf Full HD, also auf 1080p und spielt mal damit und geht danach dann mal wieder zurück in die Systemsteuerung eurer Xbox und stellt es um auf 720p und spielt dann und ich kann euch mehr oder weniger garantieren, ihr werdet da so gut wie gar keinen Unterschied sehen. Also wirklich, das, ich weiß nicht, also wenn jemand vielleicht da keine Ahnung, nach dem Motto so, es ist vielleicht eine Facette mehr Grün da drinne, eine Nuance mehr, kann sein. Aber ich glaube, das fällt dem normalen 0815 Menschen einfach mal sowas von gar nicht auf. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe auch keinen großartigen Unterschied gesehen. So, von daher ist es eigentlich alles erstmal total egal. Aber nun gut, anscheinend ist das für manche nicht egal. Die müssen dann gleich mehr oder weniger komplett an die Decke gehen und irgendwie schon da Tränen ausbrechen und irgendwie das, wie gesagt, das Ende der Konsole da mehr oder weniger schon voraussagen. Das ist echt der Wahnsinn, womit sich Leute beschäftigen. Vor allem ist es völlig piepsegal. Also ich muss ganz ehrlich, also ich persönlich muss sagen, Titanfall gefällt mir sehr, sehr gut. Also das Spiel ist seit langem mal wieder was Multiplayer-mäßiges, wo ich gesagt habe, so, ui, na gucke da, das sieht doch mal echt geil aus. Was mich halt persönlich interessiert, was ich mir auch gerne holen möchte. Und da ist es mir wirklich sowas von egal, ob das in 720p oder in 1080p läuft. Das, wie gesagt, es merkt sowieso keiner. Also von daher, was soll's? Und ganz ehrlich, wir haben früher Spiele gezockt, Leute. Okay, vielleicht ist das die Generation, die das alles nicht mehr kennt. Wir haben Spiele gezockt, die waren grafisch sowas von unten durch. Ja, das war schon zu unserer Zeit damals so, wo man gedacht hat, so, die ist jetzt aber so ein bisschen grenzwertig. Und die Spiele haben einen Spaß gemacht. Ja, die haben einen Ewigkeiten vor dem Monitor gefesselt, egal ob am PC oder an der Konsole. Ich glaube, ich weiß nicht, kann man das heutzutage nicht mehr nachvollziehen? Ist man heutzutage einfach sowas von dermaßen abgestumpft und verblödet? Ich muss wirklich leider solche Wörter benutzen, tut mir echt leid. Nicht, dass ich einen angegriffen fühlt, aber es ist wirklich so, dass man irgendwie der Meinung ist, es gibt nur noch gute Spiele, wenn die Grafik einfach nur mal, obwohl es uninteressant ist und dann wirklich keinen Unterschied macht, da irgendwie aufs Maximum einstellbar ist und nur dann gezockt werden kann. Die meisten Leute können sich, also wenn man ganz ehrlich ist, dann sollte man PC zocken, definitiv, wenn man das unbedingt braucht. Und ich wette mal, die Leute, die da so laut schreien, sind noch nicht mal in der Lage, sich einen dementsprechenden PC zu leisten, um zum Beispiel Battlefield 4 oder andere Sachen wie Assassin's Creed, okay, Assassin's Creed geht noch, aber Call of Duty Ghosts zum Beispiel und so, also diese Grafikmonster, obwohl da fehlt eher Battlefield 4 drunter, halt in der maximalen Auflösung in Ultra laufen zu lassen, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, denn das kostet schon so eher ein halbes Vermögen.
Aber nun gut, gerade die machen ja immer das Maul am weitesten auf. Das kennen wir ja schon, ne? Ist ja generell immer so. Ich kann es nicht verstehen, weil, wie gesagt, wenn das Spiel Spaß macht, ist mir das völlig egal, ob da. Also, wie gesagt, das ist so eine Quintessenz von nicht, die da den Unterschied macht, dass das wirklich extremst egal ist. Das ist ja, boah, da können wir ja einmal am Hintern, am Poppes kratzen, ja, das macht mehr aus als da dieser Unterschied. Aber nun gut, wahrscheinlich haben auch diese Schlauberger dort etwas auszusetzen und, naja, egal. So, wir haben den Ring jetzt auf jeden Fall erstmal fertig gekriegt. Ja, wenn ich mich so ein bisschen aufrege, wirklich, also zumindest kommt mir das vor, arbeite ich etwas effektiver. Ich hatte jetzt noch überlegt, die letzten Male, Mensch, ja, was nehmen wir denn als Bodeninlag für die erste, Bodeninlag? Bodenbelag. Es ist, ach, es ist, seht ihr, das passiert, wenn ich mich aufrege, denn auf einmal ist alles, ne, hier komplett für einen Eimer. Naja, ich hatte, wie gesagt, überlegt, was wir denn für einen Bodenbelag nehmen da für die erste Etage und da kam mir zu dieser Bemerkung, Mensch, hey, nimm doch Wolle. Ich bin dann kurz in mich gegangen, habe kurz mit meinem inneren Ich gesprochen, das da meinte, nee, das mag ich nicht. Warum es das nicht mag, wollte es mir nicht unbedingt erklären. Ich muss aber auch sagen, ich persönlich war im Moment total begeistert, super euphorisch, dachte, wow, geil, yippie, yay, schrei, freu, hüpf, tanz, ne, Wolle, cool, aber dachte dann im nächsten Moment auch so, irgendwie auch wieder nicht. Ja, und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, entweder, wir haben zwei Optionen, wir nehmen Dschungelholz, weil das hat so einen Kontrast ist zu diesem sehr hellen Treppenhaus, oder wir nehmen das andere Dunkelholz. Wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt. Ich komm gerade echt nicht auf diesen verdammten Namen, ne? Ach du Schande. Ja, naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Naja, und von daher habe ich mir dann überlegt, ich glaube, ich werde Dschungelholz nehmen, einfach nur, weil hier so ein paar Bäume rumstehen und ich nicht so weit laufen möchte, weil das ist ja am Poppes der Welt da hinten irgendwo und ich bin ja ziemlich gehfaul und naja, also ja, Fichtenholz ist es. Gut, dann verpassen wir dem Ganzen halt so einen leichten Rot-Touch, das geht auch. Ist auf jeden Fall was anderes und das sieht so cool aus jetzt. Hast du dir gefragt, ich habe ja irgendwie erzählt, ne? Ich hatte ja, wo ist auch schon wieder ein paar Folgen her, hatte ich ja mal irgendwann so zwischendurch so einfach mal so reingebrezelt, dass ich ja irgendwie so ein bisschen gezeichnet habe wieder. Einfach mal so mich just for fun aus Langeweile mal zwischendurch. Einfach mal so ein, zwei Skizzen entworfen zu möglichen neuen Hauseinrichtungen, oder na, Hauseinrichtungen nicht, also zu so einer Hausfacette, was ich gesagt habe, was ich eventuell nehmen würde, um das, um damit dann mehr oder weniger das erste Haus zu bauen bei, also auf der Xbox One, wenn es dann soweit ist. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, ja. Gefällt mir das denn? Hä? Es ist echt so eine Sache, ne? Ich bin gerade echt ein bisschen am Grübeln. Mir gefällt es doch nicht so ganz, dass es dann offen ist ringsrum. Wobei ich sagen muss, wenn man das Treppenhaus sieht, naja, hat auch was, aber ob das wirklich so toll ist. Ich kann es jetzt nicht so bewusst sagen. Ich muss erstmal hier kurz das Holz wegschlagen und dann gucken, auf welcher Höhe wir rauskommen. Ah, okay, das heißt, auf dieser Höhe wäre die Etage. Ja, vielleicht sollte man hier noch irgendwie so einen Kranz drumrum machen, also nicht direkt das Holz da dran setzen. Ich glaube, das sehe dann anders vielleicht noch ein Ticken besser aus. Aber ich muss sagen, aktuell, ich habe das irgendwie von der Farbgebung ein ganz klein wenig anders in Erinnerung. Irgendwie, ja, besser. Besser muss ich. Ich muss wirklich sagen, besser. Weil das jetzt hier ist mal, ja, weiß nicht, was man zu sagen möchte. Schwül ist, glaube ich, was anderes. Es wird schon wieder dunkel, ne? Naja, es ist noch ein bisschen Zeit. Na, schwierig. Na egal, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Dschungelholz. Und ich überlege mir nochmal in der Zeit, wie wir das hier machen. Ja genau, bis hier würde es gehen. Ob wir das einfach mit Steinziegeln machen? Wir können es mal ausprobieren. Wir haben ja noch Steinziegel da, oder? Machen das mal. Oder. Wir nehmen dieses Material. So als Kontrast, das ist auch so leicht rötlich, wäre vielleicht eine gute Einladung. Ja doch, wir nehmen das nicht hier, komm. Also weghacken. Testen wir mal das aus, noch mehr von dem doch so
super gut zugänglich Material. Und ich glaube, das ist ein schöner Übergang. Es ist dunkler als das, deutlich dunkler. Hat aber auch diesen Rotton, der auch hier drin ist irgendwie. Das greift das wieder auf und von daher sieht das dann doch irgendwie schon wieder ganz cool aus, muss ich echt sagen. Dann gehe ich einfach hier einmal so rum. Ne? Mhm. Genau, ja, ich finde das ganz gut. Ah, oh, da bin ich wieder begeistert. Das ist ja eine tolle Idee, die wir da gehabt. Was ist denn das hier? Ach, das wird dunkel. Es wird sehr dunkel. Es wird sehr dunkel gerade. Dann sollte ich lieber wieder zurückgehen und schnell meine Sachen einsammeln. Ah, ein bisschen Holz habe ich wieder. Ja, sehr schön. Und schnell ab ins Bettchen. Vielleicht sollte ich mir auch ein Bettchen da reinstellen. Obwohl, das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt da drin das nämlich hinstelle, das Bettchen. Dann will ich immer da drin dann auch alles in der Nähe haben. Das heißt, ich sammle da wieder Kisten und alles an. Und das möchte ich ja eigentlich nicht haben. Ne? Hm. Eieieiei. Na, jetzt wird's jetzt dunkel oder wird's nicht dunkel, ne? Entscheid dich mal. Ja, geht doch. Ja, also das ist ja grausam hier alles wieder. Ach, ist ja schrecklich. Also, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Oliver Tür war oder der Pfiffkarton. Ich glaube, einer von beiden hatte das jetzt geschrieben. Von wegen sie, ja, ihm tut es leid, dass er hier während der Folge geschrieben hat. Ist eigentlich egal. Hier kommen auch während der Folge, wenn ich aufnehme, auch Leute online. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also das darf man machen. Ja, man darf dann auch selber online kommen. Ich könnte das ja, wenn ich das nicht sehen wollte oder nicht zeigen wollte, dann könnte ich das ja ausstellen. Ne? Also Benachrichtigungen ausstellen für die Aufnahmen jedes Mal. Möchte ich aber nicht. Und ich finde das irgendwie ganz schön, weil das ist immer so ein bisschen... Ne, vielleicht ist da irgendein Game-Attack dabei, wo mir dann spontan irgendein dummer Spruch zu einfällt oder irgendwas. Oder irgendeine Anekdote, weil derjenige mal was gefragt hat. Und dann kann ich wieder anfangen so, ach ja, damals übrigens, ne? Irgendwie so. Von daher, und ich finde es auch irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, mir gefällt das. Ich fühle mich dann nicht so ganz einsam und verlassen. Nein, natürlich nicht. Ich bin sowieso nicht einsam und verlassen. Also, bitte. Ich bin nie alleine. Meine vielen Persönlichkeiten, die halten das schon hier schon kuschelig warm. Davon bloß kann man erzählen hier. So, genau. Ich spring mal. Ah, ist doch gleich, dass ich mir wieder hier fast die Kreten breche bei. Naja, ist auch egal. Ich muss mal gucken, wie wir das mit Beleuchtung machen, weil wenn wir jetzt da die Etage einziehen, wird es hier unten ziemlich duster werden. Und das wird übel. Das könnte echt so ein Problem werden. Ich muss mal gucken. Also mal hier. Ich guck mal kurz, ne? So. Hier und hier. Erstmal nur so probehalber, ne? Das ist jetzt erstmal so ein paar Fackeln. Ja, das jetzt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das wird ziemlich duster werden da drin. Finster wie ein Bärenpoppes, ne? Aber nun gut, man weiß ja nie. Hat er jetzt eigentlich Setzlinge gedroppt? Gedroppt, genau, wir sagen mal gedroppt, ne? So wie Drops. Naja, nee, eigentlich nicht. Hat nichts mit Dropsen zu tun. Ist ja dann immer wieder dieses Fachgesimpel, ne? Hier so ein Raid machen und so. Ach. Naja, diese ganzen MMOlas, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden da irgendwie künstlich beleidigt oder sowas, der jetzt dann irgendwie in Tränen ausbricht, da vor seinem Monitor sitzt und dann irgendwie anfängt zu weinen, weil der Zocker da was Böses... Nein, ich bin da nicht so böse. Ich bin doch gar nicht... Ich bin doch viel böser. Ja, aber sowas von... Ja, nee, eigentlich weder noch. Ne? Ja, das reicht garantiert noch nicht. Das kann ich irgendwie jetzt schon mal bestätigen. Das wird noch nicht genügen an... Baumaterial. Sag mal Baumaterial? Eigentlich Holz stapeln, ja... Diese Bodenbelege verschlingen sowieso immer unheimlich viel, habe ich den Eindruck. Das haben wir ja schon alles mal ausprobiert, ne? Also wenn ich überlege, bei dem Turm da vorne, den wir da haben wir auch unheimlich viel davon gebraucht. Das war schon so ein bisschen was gewesen, ne? Na gut, ich gehe erstmal wieder rein, Ich habe jetzt sowieso... Doch, ich habe noch... Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte nämlich gar nichts mehr davon. Ein bisschen was ist also anscheinend noch übrig geblieben. Dann können wir nämlich auch mal diesen Rahmen ringsrum da fertig machen. Und dann gucken, also ich weiß gar nicht, wie viel Holz wir benötigen werden, aber es wird einiges sein. Eieieiei, das, warum habe ich mir schon wieder was ausgesucht, wo man ganz wenig von nur hat? Ja, und, na gut, weil es halt dann besser ist, ne? Es ist so wie mit allem, also das sind so diese Luxusgütermäßige. Ne? Wenn man davon wenig hat und das dann auch noch benutzt, dann wirkt das Ganze noch wertvoller und jeder will's haben und, was soll ich sagen? Ach so, ja, und da war dann auch die Frage, das stimmt von den beiden hier, die dann halt, schreiben während der Aufnahme und sowas, was ich meinte, ist eigentlich egal, ich freue mich darüber.
Da kam dann auch noch mal so die Frage, ich glaube, das war von dem Pfiff-Karton, von wegen so, ja, Mensch, so mehr oder weniger, so wie ist denn dein privates Profil, so nach dem Motto, wollen wir mit dir zocken? Ja, das ist dieser feine Unterschied, was halt dieses Wort privat sagt, ne? Ne, also so, weiß nicht, ob das Wort eine Bedeutung hat heutzutage noch. Wenn nicht, es gibt da sowas, ich weiß noch, früher haben wir das in großen Hallen gefunden, wo Bücher aufgetürmt wurden und garstige alte Leute da saßen und aufgepasst haben, dass man leise war und halt die Dinge auch wieder ordentlich zurückgebracht hat. Das gab's dann sowas, das nannte sich, glaube ich, Lexikon oder Duden, da stehen so Wörter drinnen erklärt, da steht auch dann, was privat bedeutet für denjenigen, also ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, klingt jetzt vielleicht fies, ist aber gar nicht so fies gemeint, ne? Ich nehme euch das ein bisschen auf den Arm, ich hoffe, ihr merkt das und nehmt mir das nicht übel, aber es macht halt dieses kleine Wörtchen aus. Deshalb, den teile ich auch nicht, der bleibt meins. Da bin ich ziemlich egoistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, irgendwas wollte ich jetzt, genau, ja, ich brauche hier neue Steinziegel. Habe ich da echt keine mehr von gehabt? Das ist ja Wahnsinn. Schon alle aufgebraucht. Das ist ja... Dabei dachte ich, wir hätten noch so viele davon. Aber okay, hab ich mich getäuscht. Weil ich will ja gleichzeitig die Mauer da so ein bisschen drumrum ziehen, ne? Dass wir so ein bisschen vorankommen, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Gestalt annimmt. Warum auch immer ich schon wieder nicht renne, ist mir auch ein Bedürfnis. Nee, Bedürfnis nicht. Wie ist es? Ah, ich komme nicht drauf. Ist auch egal. Ist mir auch ein Rätsel, genau. Heute ist hier Wortklabustertag. Wir klabustern wieder Wörter zurecht. Das ist ein wahres Freudenmal für alle. So. Genau. Ich bin schon überlegen, ehrlich gesagt, weil ich ja die Decke dann noch etwas höher machen möchte, ob wir nicht vielleicht das Fenster dann auch höher machen. Anstatt jetzt nur zwei, dass wir sagen, wir machen es halt drei hoch oder so. Könnte man ja rein theoretisch tun, ne? Rein theoretisch, man muss nicht. Man kann es auch so lassen. Aber es ist die Sache, wie will ich das machen? Soll ich das denn... Ich bin gerade sowieso ein bisschen überlegen, ob man... Also was man noch so für kleine Möglichkeiten hat, so kleine Spielereien eventuell, dass man sagen kann, okay, so ein bisschen Auflockerung und da habe ich vergessen, Erde drauf zu setzen. Schande auf mein, oder Asche auf mein Haupt und Schande über mich. So wäre es besser gewesen. Ich glaube, ich würde das schon so hoch machen und dann würde ich einfach, also nicht so einen kompletten Ring wie hier einziehen, das noch nicht, der soll erst später kommen, so ein, das wäre jetzt ein bisschen früh. Aber ich hatte jetzt erst überlegt, ob man vielleicht dann eine Reihe, also so wie hier, das nicht irgendwie weiter nach vorne oder nach, also nach innen oder nach außen setzt, sondern einfach direkt hier auf dieser Linie drauf von den Steinziegeln, ob man da eine Reihe einfach nur von den Nether Bricks macht. Von denen wir ja so unheimlich viele haben, ne? Da kann man auch schon immer noch ein bisschen mehr für verschwenden. Aber ich glaube, dass ich möchte das nicht machen, weil wir werden ja hier diese Leisten, also praktisch diese Säulen, die hier so hochgehen, also die hier unten anfangen und dann hier so hochgehen, bis hier hin, die will ich jetzt hier noch weiter hochziehen. Ich glaube, wenn wir das einfach nur machen, dann haben wir schon genug, ich sag mal, Variationen drin, sodass das ganz annehmbar aussieht. Da muss man mal gucken. Obwohl rein theoretisch sollte ich vielleicht doch eher noch ein paar mehr Etagen einziehen, einfach nur damit man genug Platz für alles hat, was man sowieso nicht einrichten wird, weil ich einfach zu faul dafür bin und lieber einfach nur die Gebäude baue, anstatt sie einzurichten. Ist einfach auch wieder so eine Tatsache, ne? Es ist, jeder weiß es mittlerweile. Der Zocker, der ist dann fauler Hund, was das angeht. Der baut einfach nur unheimlich gerne den Rest, die Marker immer nicht so gerne machen. Ist auch verständlich, macht viel mehr Spaß zu bauen, ne? So, das wäre dann das, genau, das ist richtig. Dann kommen wir hier zu dem. Nicht da. Verdammte Axt, das gibt's doch nicht. Ja, das ist doch. Ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt nicht schaffen, das einmal an jeder Stelle ringsrum zu machen. Aber zumindest hier vorne, dass man das erstmal so überblickmäßig so ein ganz klein wenig anschauen kann, um das Ganze zu verinnerlichen, so vor dem geistigen Auge etwas wirken zu lassen, um dann sagen zu können später, das sieht nicht schön aus, ne? Naja, vielleicht haben wir ja Glück. So, ich will jetzt mal schnell gucken, bevor wir die Folge beenden, ob das denn ordentlich aussieht. Na los, lauf schon, kleiner Ork. Oh, jetzt, das gibt's doch nicht. Jetzt will der gar nicht mitmachen, ne? Ganz schön kackend reißt. Und, wie sieht's aus?
Ja, sieht ganz gut aus. Wenn das jetzt noch ein bisschen mehr wird und alles, ich glaube, dann wird das wunderbärchenhaft aussehen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.